Willkommen zur ersten Folge Ramses Hate Blog auf meinem Kanal, denn ich wurde inspiriert. Letztens habe ich eine Folge hochgeladen, wo ich ein bisschen Bisafan TV auf die Schippe genommen habe. Habe ihn ein bisschen veräppelt, war ein bisschen sarkastisch im Video, habe da mal ein bisschen Kritik ausgeübt, offen, ehrlich geredet, meine Meinung gesagt und das hat vielen Leuten gut gefallen. Deshalb habe ich gedacht, ich hol mal meine dunkle Seite hervor, ich hol mal eine ganz andere Persönlichkeit aus mir raus und mache ein neues Segment Ramses Hate Blog, was heute wirklich, weil ich so angepisst war, schon mich permanent den ganzen Tag beschäftigt hat. Und das möchte ich heute mal testen. Das Thema zeige ich euch gleich und bin gespannt, ob ihr das gut findet, wie das ankommt, ein bisschen Real Talk, ein bisschen Meinung sagen, sich mal unterhalten, was so abgeht, eure Meinungen zu bestimmten Themen in der YouTube-Landschaft rausfinden. Wir sehen uns aber gleich wieder. Ich muss mein Setting wechseln und Ramses Hate Blog. So, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, mache ich das Ganze nicht als Ramses der Dicke, sondern als MC Ramses, unter dem ich auch immer Musikvideos veröffentliche und das NHR-Battle leite. Und jetzt ganz zum Anfang, ich habe heute einen Stream gesehen von Unge. Also ich habe keinen Stream gesehen, ich habe immer diese Zusammenschnitte, dieses Best-of-Zeugs geguckt, was die Leute da so zeigen. Und er sollte auf ein Video reagieren von Miguel Pablo. Und der hat ja letztens sein Outing gehabt, dass er schwul ist und dass er auf Männer steht und hat seinen Freund darum gezerrt. Und Unge hat noch gesagt, dass das das beste Video war, weil das war real. Da hat er sich so gezeigt als Person, als Privatperson. Das war real, der hat sich wirklich so gegeben, das war nicht gekünstelt, das konnte man ihm abnehmen. Der macht sonst nur Scheiße, aber in dem Video hat er einfach mal wirklich real gewirkt, wie eine natürliche, menschliche Person, weil eigentlich ist er ja ein Hund, aber trotzdem wie eine menschliche Person. Das hat gefallen. Jetzt gab es zu diesem Thema wahrscheinlich noch andere Sachen. Dann ist was Krasses passiert, weil viele Menschen das richtig asozial fanden, dass der schwul ist, obwohl jeder ja das machen soll, was er möchte, ne? Und jetzt habe ich gesehen, Bisafan TV hat ein Video hochgeladen und hat auf das Video von Miguel Pablo reagiert. Und die ersten 10 Sekunden von Bisafan TVs Video haben mich schon sowas von aufgeregt, dass ich dachte, erstmal muss ich Bisafan TV wieder hier reinnehmen, ansprechen und dann trotzdem auch mal meine Meinung zu der Miguel Pablo Sache äußern. Deshalb hören wir kurz mal hier rein. Ihr seht, Miguel Pablo Autoreifen wurde zerstochen von Bisafan TV. Und jetzt hört euch nur den Anfang an. Ja, hallo, hier ist Danny von Bisafan TV. Normalerweise mache ich jetzt nicht so eine Videos, aber ich muss da drauf jetzt mal. Das war es schon alles. Habt ihr den Satz gehört? Hier ist Danny von Bisafan TV. Normalerweise mache ich nicht solche Videos. Er macht normalerweise nicht solche Videos. Digga, willst du mich verarschen? Du machst permanent solche Videos. Also, der lädt nicht, seitdem er angefangen hat, hier Brawl Stars, Dingsbums, Chest Royale, keine Ahnung, spielt überhaupt Brawl Stars, weiß ich nicht. Das interessiert mich alles ja eh in Feuchten eigentlich, aber er kommt hier an mit seinen Pokémon Go Videos, betreibt Clickbait bis zum geht nicht mehr, faked alles Thumbnails zwischendurch, um Aufrufe zu generieren und Likes zu ergattern, Abos zu ergattern, zu erschnorren, lädt er irgendwelche dummen Videos hoch, die gerade viral gehen. Lädt die einfach runter, lädt die bei sich einfach hoch, in der Hoffnung, dass wenn jemand das sucht, die Leute bei ihm draufklicken und er das macht. Da habe ich schon damals gesagt, wenn er wenigstens Reaktionsvideos auf solche Sachen machen würde, wäre das immer noch irgendwo eine persönliche Note, die er damit reinbringt. Aber er kopiert das Video einfach 100%, so wie es im Internet ist, lädt das runter, lädt es bei sich hoch, will Likes abstauben, Klicks abstauben. Das fand ich so ekelhaft die ganze Zeit. Obwohl jetzt hat er ja dazu gefunden, dass er wenigstens sich zu einer Sache, auf eine Sache bezieht und ein Reaktionsvideo macht. Also Bisafan TV, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist wenigstens persönlicher Content. Wenn du deine eigene Meinung zu gerade angesagten Themen sagst, ist das eine gute Sache. Und damit hast du mich auf die Idee gebracht, das auch mal zu tun. Wie alle wissen, bist du natürlich mein Vorbild, ne? Und es geht um diese Miguel Pablo Sache mit den zerstochenen Autoreifen. Auch wenn Bisafan TV sagt, normalerweise macht er nicht solche Videos. Die Aussage mich schon sowas von triggert. Natürlich macht er immer solche Videos, nur noch viel schlimmer halt, nämlich ohne persönliche Meinung. Normalerweise hätte er das Video von Miguel Pablo runterladen müssen und hochladen bei sich, denn genau solche Videos macht er eigentlich immer so. Genug aber zu Bisafan TV, denn es geht ja um Miguel Pablo.
Der hat also ein Video gemacht, okay, er ist schwul, er hat sich geoutet, alles schön und gut, kann er ja alles machen. Fans haben da gehatet, hin und her. Aber als ich das Video gesehen habe, ich habe mir das selber so ja nicht angeguckt, ich gucke ja immer nur Unge-Livestreams und gesehen habe, wie der sich in seinem Video gegeben hat, der Miguel, da habe ich schon wirklich gedacht, was hat er gemacht? Hat er einen Double gehabt in seinem Outing-Video? Wurde der gespielt von jemand anderen? Denn plötzlich habe ich wieder gesehen, was für ein Untermensch er einfach ist, wie der sich da präsentiert in seinem Video, wie der da redet, wie der da rumstottert, rumhaspelt. Du hast wirklich gedacht, zwischendurch sein Gehirn ist einfach rausgefallen und er wusste überhaupt nicht mehr, was er sagen soll. Dann hat er sich 300 Mal wiederholt, dann hat er einfach nur das Wort Hurensohn benutzt in allen möglichen Tonlagen, weil ihm nichts Besseres eingefallen ist, hat das Video aber eigentlich nur genutzt, irgendwo um wieder Promo zu machen, um seinen Kanal zu pushen, um Likes zu generieren. Gebt mal alle einen Daumen hoch, wenn ihr das nicht gut fandet, dass die Reifen zerstochen wurden. Junge, mir ist der Eindruck entstanden, der hat seinen Reifen selber zerstochen einfach nur, damit er ein Video machen kann. Jetzt reicht's, mein Reifen wurde zerstochen, damit jeder da draufklickt und dann, hey, jetzt wo alle da seid, gebt doch einfach mal einen Like. Und er hat mich so wütend gemacht, am liebsten hätte ich nur alle drei anderen Reifen auch noch zerstochen, damit er einfach mal dasteht, vor allem rumzureden mit seiner Bonzenkarre. Die Leute sind neidisch mit so einer Bonzenkarre und fährt er mit so einem Gammelauto rum. Vielleicht sind die Leute nicht neidisch auf deine Bonzenkarre, vielleicht hassen die Leute dich einfach nur, weil du ein Untermensch bist, weil du dich gibst wie der letzte Spast im Internet, weil du deine Fans verarscht, weil du saudämlich bist einfach nur, du kannst dich nicht artikulieren, gar nichts. Du stehst da, du lachst total dämlich hin und her. Ich weiß nicht, wie das so eine Fangemeinde haben kann, aber wahrscheinlich sind das auch alles unterbelichtete kleine Kiddies, die den feiern, die den verfolgen. Können sie ja machen, aber dann schon wieder sich so hinstellen und dann sich so selbst zu feiern mit so einer ekligen Bastardaktion, meiner Meinung nach. Mittlerweile zweifle ich sogar an, ob der überhaupt schwul ist oder ob der nicht den anderen bezahlt hat, dass der seinen schwulen Freund spielt, damit die einfach ein Video hochladen können, kurz vor Weihnachten, jetzt sind wir in den Charts, jetzt sind wir in den Trends, jetzt Aufrufe, alles. Wir müssen irgendeinen Skandal noch hervorrufen, wir müssen irgendeine Scheiße machen, ne? Hier, Katze abgeschlachtet, live im Video, Digga, was geht ab? Adi, du bist der Beste. Siehste, der Adi hat auch keinen Bock auf die Scheiße, also. Nachdem das schwule Outing kam, da lässt es ja alles nach. Deswegen schnell noch ein Video mit dem Freund, stellt Fragen, aber wir müssen populär sein, wir müssen da bleiben, wo wir sind, wir müssen im Gespräch bleiben, wollte ich sagen. Ramses, du machst Spaß. Lass uns doch einfach mal den Reifen zerstechen von meinem Auto, nur einen, weil das ist mir sonst zu teuer, wenn ich mehrere nehme. Also lass uns einen zerstechen, dann holen wir schnell die Kamera und sagen, hey yo, guckt mal, mir wurde Reifen zerstochen, gib mal ein Like auf das Video, jö, jö. Und naja, es ist eh nur ein Wechselauto, ein Übergangsauto und ich ziehe jetzt eh hier weg, weil es sind nur Spasten und so. Ja, zieh doch weg, dann gibt's einen Spast weniger dort in deinem Kaff. Ich kenne das Kaff jetzt nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Hier, ich konnte mir nicht alles merken, aber auf jeden Fall so ein richtiger Louis, dieser Miguel Pablo. Ich verstehe nicht, wie Leute das überhaupt gucken können. Und eigentlich gucke ich nur Unge, um zu sehen, wie er Pablo. Ich gucke eigentlich nur Unge, um zu schauen, wie Unge Pablo auslacht. Wie er wirklich seine Meinung über den sagt und ihn selbst als Idiot darstellt oder sagt, oh mein Gott, Pablo, Ich meine, Unge hat dann noch so eine herzerwärmende Art und Weise, über die Menschen zu reden, mit den Menschen umzugehen, aber weiß ich nicht. Ich finde sowas einfach nur zum Kotzen. Also Miguel, Pablo, von mir kriegst du kein Mitleid, nichts. Ich find's traurig, dass es nur ein Reifen war. Ramses, der Asoziale, ne? Ich wünschte dir, die anderen drei wären auch noch im Arsch, am liebsten. Nee, das sage ich jetzt nicht, sonst kommen sie gleich wieder, nehme ich mit, Digga. Und auf jeden Fall, wie findet ihr denn die Sache? Habt ihr das verfolgt? Habt ihr das mitgekriegt? Miguel, Pablo, also ich würde ja sagen, wenn ihr das nicht gesehen habt, sein Statement dazu, guckt euch das Video mal an. Fremdscham Deluxe, ihr kriegt so einen Hass, wenn ihr den Typ seht in dem Video, wie der labert, wie der sich gibt, wie der diese Aktion so verkauft. Aber guckt es euch lieber nicht an, weil der hat eigentlich überhaupt gar keine Aufmerksamkeit verdient, dann auch noch zu sagen, dass das Leute gemacht haben, die Aufmerksamkeit suchen. Digga, wenn die Aufmerksamkeit suchen, dann hätten die das anonym gefilmt, hätten das irgendwo ins Internet gestellt, irgendwo hochgeladen, hätten sich dafür übelst abgefeiert. Der Einzige, der Aufmerksamkeit sucht, bist du, weil du dich hinstellst, im Endeffekt deinen eigenen Autoreifen noch zerstichst, um dann eine Story draus zu machen, die du im Internet verkaufst. Alter, wie ekelhaft muss man eigentlich sein? Miguel Pablo, richtig
Oh, da fehlen mir einfach die Worte. Und dann wirklich alles zu machen, so Aufmerksamkeit zu suchen und sich hinstellen, die brauchen nur Aufmerksamkeit. Er sieht nicht mal, dass er im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft. Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich schon mehrere Steine gegen den Kopf bekommen. Der kann nicht mehr klar denken, dieser Typ. Das ist einfach nur für mich Hass. Das war die erste Folge Ramses Hate Blog. Und in Zukunft immer, wenn mir irgendwas auffällt, wenn mir irgendwas richtig auf den Sack geht, werde ich das mit euch hier mal besprechen. Ihr könnt gerne eure Meinung dann dazu sagen, eure Meinung loswerden. Das ist vielleicht ein richtig gutes Statement, wenn wieder mal irgendwas richtig Abgefucktes passiert ist. Ja, lass mal einen Kommentar da. Gebt auf jeden Fall kein Like, Junge. Ich habe noch nie um Likes gebettelt. Ich habe in keinem einzigsten Video gesagt, gebt mal ein Däumchen auf das Video oder sonst was. Ich sage immer nur, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, denn das ist das, was mich interessiert. Mich interessiert nicht, wie viele Likes ein Video erreicht. Mich interessiert, was die Leute denken, um vielleicht im Kommentarbereich so ein kleines Gespräch anzufangen oder einfach mal zu wissen, wie ihr das Ganze seht. Das ist mir wichtig. Manchmal stehe ich auch komplett alleine mit meiner Meinung da, aber oft kriege ich auch Zuspruch und die Leute sagen, yeah, so sehe ich das auch. Und dann sehe ich ja, ich bilde mir nichts ein. Ich bin nicht schizophren, Digga. Ich habe vielleicht eine Verhaltensstörung, okay? Aber ich weiß meistens oft so, dass das, was ich... Und jetzt fehlt mir der Faden, deswegen war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.